Zu Befehl, Grimmir. Mit Vergnügen. Zu Befehl, Grimmir. Mit Vergnügen. Ah!
haben? Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. Thank you.
Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. Von diesem Tage an
würden die Jötun die Ulfung nie wieder unterschätzen. Aber Grimnir war der Rache des Kriegswolfes entkommen. Und dorthin, wohin er verschwunden war, konnten sie ihm nicht folgen. Ihr seid es also, unsere Hoffnung in diesen düsteren Zeiten. Kenne ich euch, Weib? Beherzigt meine Worte, Häuptling der Ulfung, da das Schicksal aller Clans von Thule von euren Taten abhängt. Grimnir Zackenzahn, der Riese, der euer Dorf verwüstete, dürstet danach, die Eisgiganten zu wecken und Asgard zu belagern. Sollte er Erfolg haben, bringt er Ragnarök auf den Plan, und ewiger Winter fällt über die neuen Welten herein. Und ihr habt einen verrückten Plan, ihn aufzuhalten, nehme ich an. Seine Todfeindin, die Riesin Simul, trachtet nach seiner Niederlage. Sie scheint es vielleicht als einzige wert zu sein, als Bündnispartner gewonnen zu werden. Ihr Herrschaftsgebiet liegt oben in Utgard. Und sie gewährt jedem eine Audienz, der stark genug ist, zu ihr zu gelangen. Ihr verlangt also von uns, den ganzen Weg bis Utgard zu bestreiten, um geradewegs in eine Falle zu tappen? Schätzt das Unglück, das uns bevorsteht, nicht falsch ein, Kind. Versäumt ihr es, schnell zu handeln, sind wir alle dem Untergang geweiht. Die zwei Runen vermögen das Tor zu Simuls Reich in Utgard zu öffnen, wenn die Stätte Fangskars ihre Melodie erklingen lässt. Ihr sollt die Runen erhalten, sobald ihr einen neuen Feind besiegt, der schon heute daran ist, eure Nachbarn zu unterjochen. Wie sollte ich solch versponnenen Märchen Glauben schenken? Ich habe den Tag eurer Geburt vorausgesehen. Ich sah eure Zukunft. Und ihr werdet den Pfad beschreiten, den ich euch bereitet habe. Ich werde wiederkommen, Kriegswolf, sobald ihr die beiden Runen in euren Besitz gebracht habt. Wartet, Weib! Wo vermag ich diese Runen zu finden? Bei Hels Nippeln. Sie ist verschwunden. Nun, wen kenne ich noch mal, der etwas über Runen weiß? Wisst ihr über diese Hexe und ihre zwei Runen Bescheid? Die Seherin verlässt nur selten ihre Abgeschiedenheit. Dass sie heute herkam, verhieß nichts Gutes. Vater, was wisst ihr über die Runen, von denen sie sprach? Die zwei Runen, die die Seherin erwähnte. Vielleicht meint sie ja Hagalas und Kenas. Kenas ist die Fackel, Feuer aus der Erde. Ein Zeichen für die Beständigkeit des Wissens. Hagalas ist das Hagelkorn, Eis aus dem Himmel. Ein Zeichen für Zerstörung und Umbruch. Ein gegensätzliches Paar, Wissen und Desaster. Feuer und Eis. Ich wette, dies sind die Runen, nach denen ihr suchen solltet. Aber seid gewarnt, gewöhnliche Runensteine verfügen nicht über die Kraft, ein Portal hervorzurufen. Vergesst nicht, Vater, dass diese Runen von Odin selbst eingraviert wurden. Ich habe noch keinen Blick auf sie erhaschen können. Nicht ohne Grund wurden sie vor den Augen der Menschen verborgen. Das alte Weib sagte mir, ich solle die Runen bekommen, sobald mein nächster Rivale zu Fall gebracht wurde. Ein Feind, der in diesem Moment unser Volk unterjocht. Die Seher verheißen einen Schatten, der aus dem Süden über den Schwan und das Eisen herfällt. Ich höre die Runen am Strand von Swanung schreien. Vielleicht solltet ihr dort eure Suche nach den Runensteinen Kenas und Hagalas beginnen. Nun gut, macht das Langschiff bereit. Ich fahre aus, um mehr Heringe zu beschaffen.